Moin und willkommen zum letzten Teil der Dreierreihe. Flarian VMAX, Flamara VMAX. Und ich bin mega gespannt auf die Box. Unsere erste Box war super gewesen, Jaquana. Jetzt habe ich mich gleich geschnitten, aber passt auf beim Aufmachen der Boxen. Die Blitzerbox, die war so. Ich möchte jetzt nichts Böses über die Box sagen, aber die war nicht ganz so schön. Und mal schauen, was heute ansteht. So. Wir saven erstmal die Promos. Und schauen uns das Centering genauer an. Von daher. Lass erstmal einsleeven. Die Flamara V ist eine der schönsten. Also ich finde Aquana sogar noch schöner, aber Flamara ist auch super. Centering left to right, ihr seht selber. Ist nicht ganz so schön. Aber bei denen, also ich bin es gewohnt und ich bin auch mit schlechten Centerings mittlerweile zufrieden, weil wieso soll ich mich über solche Sachen ärgern? Da gibt es Wichtigeres im Leben. Und hier nochmal Flarian VMAX, auch richtig cool gemacht. Mit dem Kokowai vor allem hier. Super. Und das Centering ist ja noch, boah, es ist ja schon fast off-center, würde ich fast sagen. Krass. Okay, ich nehme es mit Humor. Und dann haben wir noch hier die wunderschöne VMAX Flarian XXL. Die ist nicht off-center. Hier ist Kokowai und hier liegt noch ein Flagmon rum. Super gemacht. Ich mag diese ganzen Alternativen, weil da halt einfach auch die anderen Pokémon mit dabei sind. Und ich finde es immer ganz cool, wenn da irgendwie so eine Kombination dabei ist von dem Haupt-Pokémon der Karte. Und dann noch ein paar Pokémon im Hintergrund. Genau, und zu diesem Thema passend möchte ich heute gerne eine Alternative ziehen. So wie eigentlich jedes Mal. So, hier mit dem Flamara-Pin. Tatadada. Könnte ich mir irgendwann nochmal so dran machen. Oder auch nicht. So, das letzte Mal hatten wir mit Drachenwandel angefangen. Das war ganz, ganz schlecht. Dann hatten wir Vivid Voltage gemacht, Rebel Clash und dann Fusion Strike als letztes. Wir drehen es wieder um, wir machen es wie beim Aquana, weil das hat echt gut geklappt beim Aquana und darauf würde ich jetzt gerne zurückgreifen. Ansonsten hätte ich nämlich nur eine Box gegönnt und zwei nicht und das wäre schade. So, Sleeves sind vorbereitet, Toploader auch und wir fangen an mit Fusionsangriff. Mittlerweile, ich bin noch kein Fan, aber ich mag Fusionsangriff mittlerweile. Mögen sie ja auch schon mal was. Deswegen 1, 2, 3, 4 und wir gehen rein. Seid gespannt. Ein Eldegross, ein Purrsucker, eine Fusion Strike Energy, ein Stuffle, Siglify, ein Toxel, sehr, sehr schönes Artwork. Totodile, Bunnery, Krogunk in Reverse und ein Dragapult als Holo. Sehr schön. Wir haben quasi genauso viele Hits jetzt schon wie in der letzten Box. Traurig aber mal. Also ihr könnt gerne reinschauen und dann Mitleid mit mir haben. Das war eine ganz, ganz verrückte Box. Und ja, Fusion Strike, Mensch. Krass. Hitches. Also Fusion Strike ist momentan bei mir sehr, sehr konstant und da bin ich auch sehr froh drüber. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas über Fusion Strike mal sagen werde. Ein Skaters Park, ein Loponi. Schönes Artwork. Die Mushas hier. Richtig cool mit dem Swirl hier. Ein Voltoball, auch ein richtig schönes Artwork. Pensage, Kufanti. Ein Gilgar, Reverse, Galarian Corsola und. Corsola. Okay. Kann ich die Karte auf jeden Fall schon mal abhaken. Auch wenn ich kein Master Set mache. Aber wie gesagt, wir haben bis jetzt das gleiche rausgezogen wie bei der Blitzerbox und von daher, es kann nur besser werden. Deswegen, Sword and Shield, Rebel Clash. Ich glaube, in dem Set gab es nur Galaxo. Und von daher, wir schauen mal rein. Vielleicht haben wir Glück. Wir haben Psychoenergie, Hypno, Xatu, Tranquil, Elektro. Tech, ein Natu, ein Honch, ein Impidimp,
Ein Magma. Reverse Rare Trevenant, genau, und ein Ludicolo. Auch Ludicolo liebe ich. Die nehme ich auch gerne als Non-Holo mit. Ich finde die Karte so schön. Und das Pokémon, besser gesagt, an sich. Super. Super, super Karte. Und das Trevenant als Reverse Rare. Zack. Feierabend. Kommt auch mit auf den Stapel. Das heißt, zwei Päckchen, die über vieles, vieles entscheiden können. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. 1, 2, 3, 4 und wir gehen rein. Wir haben ein Dusclops, ein Rocky Helmet, ein Galvantula, ein Kader, Chimchar, ein Riolu, ein Chewtwo, Entschuldigung, ein Pikipek, ein Zebstrika als Reverse und ja, ein Orbital V. Immerhin eine V. Sehr schön, nehmen wir mit. Das heißt, es ist schon mal der zweite Hit aus dem Display, sage ich schon, Entschuldigung, aus der Box. Und damit ist sie bis jetzt die Medium-Box, sage ich mal, von den Hits. Und jetzt, oh Gott, Evolving Skies, bitte, bitte. Ich feiere dich so sehr. Jetzt noch eine schöne Bombe zum Abschluss. Da würde ich mich freuen. 1, 2, 3, 4. Und wir gehen rein. Wir haben Scroll of the Flying Dragon, ein Krustle, Switching Cups, ein Drowsy, ein Flabebe, ein Roggenroller, ein Psyduck, Swablu, Reverse Pumpkaboo und ein Pinsir als Rare. Schade. Ja, aber eine V bei 5 Packs ist in Ordnung im Endeffekt. Hätte besser sein können, aber wir haben es auch schon schlechter erlebt, von daher. Danke fürs Einschalten, Leute. Und vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die Serie Spaß gemacht. Diese Dreier-Serie. Und wenn ihr da mehr Bock drauf habt, dann interagiert mit dem Video. Schreibt einen Kommentar, subscribt, liked, irgendwas. Ich würde mich mega drüber freuen. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.